Was ist ein guter Champ, wenn man mit Jungle anfangen will? Ich glaube so Sachen wie Volibear, Vi, Nocturne, Yi. Aber Yi ist echt relativ schwierig zu spielen. Warwick, Udyr, ne? Also, das kommt natürlich immer auf deine Elo an. Wenn du jetzt natürlich ein Challenger-Spieler bist und du möchtest mit Jungle anfangen, dann wirst du dir keine Freude machen mit den Champions. Amumu ist sehr, sehr gut und Xin, ja. Wir werden jetzt wahrscheinlich noch ein, zwei Games machen und dann in die Pause gehen. Wobei ich gerade gesehen habe, dass ich 16.000 Zuschauer habe, also gehen wir nicht in die Pause, sondern spielen natürlich weiter, ne? Ja, ich habe Rückgrat, auf jeden Fall. So, wir sind jetzt Rang 31 von EU West, aber wir sind halt in diesem Pool von Low-Master-Spielern gerade drin, ne? Wir müssen uns da noch absetzen. Aber das ist echt ein super Resultat. No Solo Only Solo Queue, no Dodge, ne? Ethisches Climbing hier. Warum spielst du eigentlich kein Zed mehr? Zed ist aktuell nicht so gut. Wenn du Zed-Gameplay sehen willst, es gibt einen deutschen Streamer, der heißt Sertus, der ist extrem versiert auf allen Assassinen. Also ob das jetzt Zed, LeBlanc, Akali, der spielt die alle wirklich auf einem Top-Tier-Level. Wie bist du ans LoL-Lernen herangegangen? Ich hatte damals ein paar gute Kollegen, die haben das gespielt. Das war der Dommel, das war der Max. Wir hatten noch League damals gespielt. War da der Chris schon dabei? Ah, oh, ich weiß nicht mehr, wer der Dritte war. Wir haben einfach zusammen die ganze Zeit gezockt. Wir haben 3-on-3 Map und so gespielt und die hatten schon ein bisschen früher angefangen und haben mir dann so ein paar Kniffe beibringen können. Kronk03, vielen Dank auch dafür den Support. Oh, jetzt hätte fast Kassadin statt Akali gewinnt. Das Winrate seit dem Patch um 5% gestiegen. Weißt du vielleicht warum? Ich glaube, es gibt einige sehr gute Jungler, wie zum Beispiel auch Agorin, die einfach Talir benutzen, weil du schlechtere Spieler und schlechtere Jungler damit extrem abusen kannst. Könnte ich mir jetzt vorstellen. Ich glaube, aber ich weiß es nicht. Ne? Ich glaube, die wird ja nicht gebufft, oder? Ist Akali gut zum Climpen für Platin? Bestimmt. Ich meine, Akali ist, glaube ich, in jeder Elo gut aktuell. Wer sind die besten Supporter aktuell? Es wird sehr viel auf Melee-Support gerade gesetzt. Also, du kannst vor allem Leona, ne, wie du hier auch sehen kannst. Leona ist unglaublich beliebt aktuell. Ansonsten Nautilus nach wie vor extrem beliebt, super stark. Dann hast du so Sachen wie Rakan, Alistar, Braum, ne? Die kannst du alle ganz gut spielen. Alistar eher seltener gesehen, aber die Male, wo ich ihn gesehen habe, war der tatsächlich nie so schlecht. Gegen LeBlanc müssen wir immer Lissandra spielen, das ist so langweilig. Wir könnten Corki spielen, Corki ist fein into LeBlanc. Aber Corki ist auch nicht gut hier, leider. Wir müssen Lissandra gehen. Wir haben sehr viel Damage im Team, Lissandra ist einfach gut. Und dann müssen wir dieses Mal gucken, dass wir die Lane ein bisschen besser spielen, weil das letzte Mal, als wir Lissandra gespielt haben, war die Lane ein ziemlicher Reinfall gegen LeBlanc. Sind das aktuell gut? Finde ich nicht persönlich. Also ich finde, das Rework hat ihm geschadet eher. Weil der Damage ist echt gut, aber es fühlt sich einfach sehr schlecht zu spielen an, weil davor konntest du halt, du hast Auto-Attack-Resets gehabt und du konntest deine Aktionen alle verbinden und mittlerweile kannst du das nicht mehr. Ich meine, sie haben ihn jetzt immerhin instant den Slow wieder zurückgegeben auf dem Q. Oh no. Oh no, die drei hier in der Mitte sind scary, Leute. Die sind richtig scary, die drei in der Mitte. Oh oh, Big Zazzy mit seinem Main-Champion. Das sagt The Bows und Roy Demon ist auch ein sehr guter Rek'Sai-Spieler. Welche Midlaner sind momentan gut? Es gibt immer von Elo zu Elo gibt's große Unterschiede, welche Midlaner gut sind. In High Elo aktuell sind's Akali, Qiyana, Yasuo, LeBlanc, Kassadin, Cassiopeia, Ryze, Orianna. Ich habe bestimmt ein paar, also ein, zwei vergessen, aber so in die Richtung geht's. Bei Irelia ist eher ein Toplaner wahrscheinlich. Oh shit, ich habe keine Corrupting. Ei, das ist Int von mir. Das ist Int. Macht natürlich Corrupting Potion für die Early Trades. Ist aber ist nicht zu schlimm. LeBlanc ist gut, ja. LeBlanc ist mit der beste, also in Korea der fünft oder sechst meist gebannte Champion ist es. Und höchste Pick Priority. Ist ein extremer Hylos-Stomper. Syndra habe ich vergessen, ja. Akali ist der beste Champ und danach kommt entweder Qiyana oder LeBlanc oder Kassadin, glaube ich. Talon ist nicht so beliebt. Wenn ihr Talon sehen wollt, Talundon Farm. Auch ein deutscher Streamer, ne? Ich gebe ja mal ein paar Shoutouts raus. Talon ist nicht mehr so beliebt. Der Jungle Pool, der gespielt wird, ist wahnsinnig gut gegen Talon. Und auch viele von den Midlanern können relativ früh aktiv werden gegen ihn. Aber der aktuelle Jungle Pool ist ja so Rek'Sai, Lee Sin, Olaf, Elise. Und die sind alle gut gegen ihn. Außer Olaf vielleicht. Ich glaube, Olaf ist nicht so gut gegen ihn. Aber konnten den Minion zum Glück noch kriegen. Musste aber mein Q dafür benutzen, damit ich dann den Trade aus countern kann, ne? Mit Aftershock. Aber er hat es dann realisiert und ist nicht für die Combo gegangen, also. Jetzt für den nächsten Trade haben wir wieder Bone Plating ab. Wir müssen unsere defensiven Ressourcen hier gut managen, ne? Jetzt muss er erst wieder Bone Plating ziehen, was er hiermit gemacht hat. Die Last Hits. Ah, nein, 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 nein. Please.
Das war sehr trauriges Last in dem Turret gerade. Am schlimmsten ist es, ich weiß nicht, ob jemand von euch Anivia spielt, aber das ist am allerschlimmsten. Wenn ihr Anivia spielt und ihr kämpft für jeden Last Hit am Turret und ihr kriegt sie einfach nicht, weil dieser Scheißvogel so langsam zuhaut. Es gibt kaum was Schlimmeres als Anivia Last Hitting. Zum Glück hat sie dann später die Ulti und kann einfach die Suppe immer auslegen. Ist sehr, sehr gut für uns, dass die Rek'Sai uns noch nicht gegankt hat. Weil eigentlich, ne, wenn ihr LeBlanc spielt, dann erwartet ihr eigentlich, dass euer Jungler halt die ganze Zeit um euch rumspielt. Er muss resetten, ne? Deswegen versucht er das Tempo auf der Lane zu ändern. Wir haben jetzt zwei Optionen. Wir können ihn an die Lane ketten oder wir können für ein Freeze-Setup gehen, ja. Weil wir TP haben. Und das, ne, er sieht das und jetzt kann er nicht basen. Jetzt erwartet er, dass wir die Lane reinpushen, sieht, dass ich nicht, dass mein Plan ist. Und jetzt muss er um die Runde laufen und hier wieder für den D-Push gehen. Die andere Art, ihn an die Lane zu binden ist, dass er anfängt zu pushen. Das ist auch immer eine Option. Das Problem mit der Option ist, dass sie halt super, super riskant ist. Backside von Botside. Na, jetzt kommt der gegnerische Jungler. Das ist auch ein High-Elo-Play, das man sieht. Der gegnerische Jungler kommt jetzt und geht für den D-Push. Geht einfach auf die Lane und hilft dem Laner zu pushen. Und probieren jetzt die Wave wieder zurück zu pushen, wenn wir aber nicht schaffen. Das heißt, er hat jetzt den D-Push bekommen. Wir können trotzdem ein Freeze-Setup machen. Schade, dass jetzt ja eine Minion so lange hinterhergelaufen hat. Das könnte unseren Freeze zerstören. Immer schön den Control-Bot mitnehmen. E über den Nexus für maximale Distanz. Ihr wollt natürlich TP nicht einsetzen hier. Wave sollte dann langsam zu uns pushen. Wir sind even und haben TP-Advantage. Na, jetzt seht ihr, jetzt kriegen wir einen großen Slow-Push in unsere Richtung hier. Leider können wir den auch wieder nicht freezen. Und sie kann jetzt dann probieren... Na, wenn das so kommt, dann kann sie jetzt eine Wave verziehen, in der sie praktisch ganken kann. Irgendwo anders. Aber wir hätten immer TP, um das zu countern. Und jetzt wollen wir die Geschwindigkeit auf der Lane verändern und wollen die Waves contesten und möglichst Push aufbauen, damit wir ein Zeitfenster für Boarding bekommen. Wir gehen zu der Seite, auf der unser Jungler ist, weil wir da sicherer sind. Dann isoliert ihr, welche von euren Lanes möchtet ihr, dass ihr aggressiv spielen kann. Das ist in dem Fall unsere Top-Lane. Das heißt, wir wollen den Control-Ward Topside bringen. Können wir den Control-Ward Topside bringen, ist die Frage auch. Der wird vielleicht gerade für unseren Red spielen. Das heißt, wir bringen mal den Control-Ward Topseite und dann gucken wir mal zum Red. LeBlanc hat jetzt Move, ne? Müssen wir signalisieren. Wir haben Vision geholt oben, falls der gegnerische Jungler da rein möchte. Ich kann jetzt muss ich wieder Mid-Priority holen und dann kann ich Botlane moven nach der Mid-Priority. Sobald ihr Level 9 seid, wird Lissandra tatsächlich sehr, sehr interessant. Weil sie Waves anfangen kann, instant zu pushen. Das war jetzt insgesamt ein Fehler, weil der Toplaner kann wahrscheinlich nicht. Ah! Das ist sehr lieb von ihm. Ich hätte nicht gedacht, dass er ihn mehr gibt. Wir können jetzt hier kurz warten, weil sie da wahrscheinlich rein rotiert. Aber wir wollen eigentlich uns zeigen. Wir wollen eigentlich uns zeigen. Wir wollen eigentlich hier weiter die Midwave bearbeiten. Der kann jetzt eine Wave top roamen. Vorsichtig hier. Die haben auch Herald genommen. Wir wollen jetzt als nächstes die nächste Wave hard pushen und jetzt ist es schwieriger, die Lane zu verlassen, weil eben der Herald immer eine aktive Sorge sein muss von euch. Weil wenn die Gegner natürlich Herald haben und den Mid-Turret herald können, dann kriegen die da einen riesigen Advantage, wisst ihr? Sie könnte resettet sein und Bot laufen. So, das ist die Platte, ne? Die hat genau das gemacht, ne? Die ist resettet und ist einfach Bot gelaufen. Das war ein smarter Move von ihr. Hat ihr in dem Fall aber gekostet, weil unser Team unten aufgepasst hat. Wir haben leider keinen Deepboard, den wir nutzen können für den Botboard. Wir können jetzt den Reset für den Protobelt nehmen. Ich glaube, das ist zu viel Information für die meisten hier gerade. Das geht auch nur beim Lissandra-Spielen, weil du für den Champ brauchst halt nur einen Arm beim Spielen. Wir können Topporten, aber da ist wahrscheinlich die Rek'Sai dahinter. Jetzt können wir wieder in die Mitte. Wir haben gerade gemerkt, dass unsere Ult nicht auf Smartcast ist. Sehr schön gespielt von der Kamera. Replayed, ne? Immer schön für die Teammoral arbeiten. Und dann müssen wir schnell hier wieder in die Mitte. Und dann nehmen wir als nächstes das. Jetzt müssen wir wieder Priority aufbauen. Unser Control Ward wurde geclearedt. Jetzt haben wir einen aktuellen Advantage Botlane rausgespielt. Das heißt, was wir jetzt machen können, ist unsere Vision Richtung Bot verschieben. Na, der hat sich die Minions last killed. Wir müssen die nächste Wave noch pushen und dann können wir die Vision Board verschieben. Wir können hier kurz checken, ob die da ein Control Board haben. Die ist vor mir da. Careful. Jetzt stellen wir hier einen aggressiven Control Board. Ziehen runter. Schöner Disengage. Replay. Movie. Das war zu spät, ne? Ich hätte die Wave nicht mehr queren sollen. Fehler von mir da. Ja,
könntest hier unten den Turret dann nehmen. Aber unser Team braucht uns dafür wahrscheinlich nicht. Brauchen sie nicht. Das heißt, wir können jetzt wieder Mitte ziehen und können dann die Wave rauspushen und vielleicht Toplane entlasten. Als nächstes. Okay, Toplane entlasten wird schwierig, wenn der tot ist. Der hat auch kein TP. Wir könnten ihm einen Swap anbieten. Mitte ist noch nicht am Leben. Das heißt, wir können ja auch eine Platte nehmen. Okay, unten ist immer noch Action. Dann wir laufen vorbereiten in den Bereich, falls sie committen sollten, die Gegner. Wir müssen jetzt dann gleich eine Lösung für ihren Herald finden. Control Ward kaufen. Yada, yada, yada. Wichtig ist auch der Midlane. Und auch den defensiven Control. Jetzt müssen wir Midlane erst einmal hin. Ihr könnt auch bei sowas könnt ihr theoretisch auch über die Lane laufen. Ne? Ja, Theorie. Also über die Lane-Bot laufen. Das ist so ein Play, das kann sehr gut sein, das kann aber auch extrem schlecht sein. So, jetzt können wir jetzt hier in die Mitte. Ja, lohnt sich nicht, den zu ulten, weil er Cleanse noch hat. Wir haben aber damit Lane-Priority wieder geholt. Oh, zum Glück kann ich auto-attacken. Schön gespielt von ihm noch, aber den Fight kann er nicht gewinnen. Ich bin zu weit ahead gerade. Sion könnte von oben können, Rek'Sai könnte hier über die Wand kommen. Kurz einmal da den Wort hin. Und dann sollten wir wahrscheinlich 1-3-1 starten jetzt hier. 1-3-1 ist auch ein wichtiges Priority-Game. Das heißt, was wir versuchen werden, ist auf der Sideline Priority zu bekommen und dann in die Midlane zu unserem Dreierverbund zu rotieren. Im nächsten Fall. Ich bin mal gespannt, wer unser Gegner unten ist. Ihr könntet auch, theoretisch ist Herald das nächste Objective, ne? Also man könnte jetzt auch sagen, okay, ich gehe für Herald. Bereit mich davor. Wir können kurz unten gucken, ob der Lucian vielleicht einen Fehler macht, aber kann mir nicht vorstellen. Das heißt, LeBlanc ist unser Feind hier unten. Da zeigen wir uns direkt, ne? Einfach Priority aufbauen. Man sollte nicht zu viel für Solo-Kills gieren. Das ist auch ein Fehler, den ich persönlich sehr häufig mache, ne? Diese Gier für Solo-Kills, wenn du einfach die Map spielen kannst. Oben ist Action. Wir haben Priority. Moving. Wirklich meine Zeit wert. Aber wir haben unserem Team jetzt wieder Unterstützung gegeben, das heißt, sie können für Herald gehen. Jetzt nehmen wir uns wieder ein Control Ward mit. Wir haben gerade einen guten positioniert, Deep Vision. Wir haben auch TP, das heißt, wir können Botlane gehen, obwohl gerade oben Objective Kontrolle vonnöten ist. Jetzt gehen wir hier schnell nach unten, versuchen möglichst unser E zu verwenden, um zur Lane zu kommen. Ich weiß nicht, ob wir den Turret noch retten können, aber wir können sofort fighten, auch wenn wir keine Ulti haben gegen sie. Ja, das interruptet hier. Oh mein Gott, die Luft ist wieder lang. Shit. Ich habe das W von ihr nicht geflasht gekriegt und bin dann von der Lantern weggeflasht. Also weggeeht. Und dann bin ich auf die Lantern nicht richtig drauf geflasht. Oh Mann, wo laufen sie denn hin, Mr. Fortune? Wo läuft sie denn hin? Trotzdem my bad. Ich hätte auch besser spielen können. Wir kriegen jetzt genug für unser Ludens zusammen, können uns hier den Dorons dafür verkaufen und nächster Halt wird jetzt, wir sind schon CDR-Kit, ne? Eigentlich wollt ihr Sonjas haben auf Lissandra. Ich glaube, der Ludens-Bild ist auch nicht so gut eigentlich. Wir sollten jetzt wahrscheinlich Void gehen, wenn wir diese Damage-Route gehen und uns vielleicht eine Stopwatch dazu kaufen. Das Game an sich sieht sehr, sehr gut aus, auf jeden Fall, ne? Ich könnte in der Theorie flanken dazu tippen, ne? Aber wir sollten fürs nächste Objective bereit sein und uns da den TP aufheben, ja. Na, wie gesagt, da seht ihr wieder diese Interaktion, von der ich gesprochen habe. Wenn ihr Rek'Sai in ihren Tunneln ultet, dann bleibt sie stecken. Das funktioniert mit Lissandra, das ist super, super gut. Mit dem W funktioniert das meines Wissens nach nicht, aber mit der Ulti schon. Dann bleibt ihr einfach stehen da. Zu dem Punkt, wo er sie erwischt. Ist Lissandra denn auch im Low-Elo-Bereich Gold zu empfehlen? Auf jeden Fall, ja. Also Lissandra ist sehr simpel, hat eine Menge CC und hat immer einen Mehrwert fürs Team. Bisschen wie ein besserer Malzahar. Sie scaled zwar nicht so gut, aber dafür ist die Lane viel besser. Ihr wisst, dass die Gegner den Drake nicht fighten. Das heißt, es ist sehr, sehr riskant für mich, hier zu weit vorzugehen. Jetzt aktuell sehe ich noch alle, aber ich kann nicht weitergehen hier. Na? Und die möchte mich nur baiten. Müsst auch eigentlich mit der Kamera. Dafür sind die F-Keys sehr, sehr gut, wenn ihr das beherrscht.
Das ist, was ihr zum Beispiel bei Faker seht, relativ häufig. Dass der da sitzt und dann macht der so, immer um zu gucken, was auf der Map passiert. Und um die Situation halt besser einschätzen zu können, ne? Nicht ganz ran. Hätte meine Klaue ein bisschen weiter hinten machen sollen. Ui. Ich hab's weh verkackt. Ansonsten hätten wir ihn vielleicht killen können, wenn ich aus dem Sonnias rauskomme. Aber schon eher auf der greedy Seite, ne? Jetzt gehen wir einmal kurz zurück hier. TP ist immer noch ab. Das war sehr, sehr guter Play vom Thresh da. Der hat uns auf jeden Fall gerettet. Den Würzel da. Jetzt wird's einmal kurz entlang hier. Der war gut, der Fight. Da haben wir den richtigen CC rausbekommen. Das Sonjas war bloß zu spät. Ne? Ich musste Sonjas reinbekommen, bevor der mich gestunt bekommt. Zum Glück ist es noch durchgegangen da. Puh, ich muss sagen, nach einem solchen Erklärbär-Game, da geht einem echt ein bisschen die Luft aus. Wir auch nochmal den Echo, der hat wahnsinnig gut gespielt, ne? Ordentlich reingecarried. Ich meine, er hat ein paar kleinere Fehler gemacht, aber das passiert. Ansonsten waren wir auch ganz gut dabei. Schön endlich mal so ein bisschen rotiert aus der Mitte raus. Wir hatten aber natürlich auch den Counterpick jetzt, die letzten zwei Games, muss man sagen. Was natürlich nicht, also die hast du ja nicht immer, die Counterpicks.